furchtbar, das ist schon echt furchtbar. Town and you will have a nice day. Ja. Ich glaube, das hat ihr gesagt. Wenn du den meinst. Das ist doch die Wache am Eingang, ne? Und der hier sagt nur, dass ihm der Typ hier auf den Sack geht. Genau. Dann weiß wer anderes. Wir können ja die Wache noch fragen, aber ich glaube, der sagt auch nichts Neues, ne? Hi boy, you want to join the Crown Army? Ja, der sagt nur, wie scheiße die Army ist. Und sonst auch nicht. Ja. Vom Schuhbowlen können wir immer noch nicht. Den Soras haben wir auch geredet, die sagen auch nichts Sinnvolles. Muss ich überlegen. Da kommen wir her. Okay, das sieht zwar nicht aus, als wären wir drin gewesen, aber... Ja, aber mit der Tür sind wir ja hier nicht reingekommen. Ich erinnere mich, genau, da steckten wir ja immer hier fest. Von jemand in der Kanalisation. Der Typ am Baum. Okay, brauchst du Zimmer. Okay. Alles klar. Der Typ am Baum. Der Deku-Typ? Den wollte ich nicht mehr ansprechen, weil der verkauft mir ja immer nur Sachen. Ah, ich habe mal eine Fledermaus getroffen. Oh Gott. Oh, hast du das gesehen? Das ist mein persönliches Highlight. Zwei Fledermäuse mit einem Schlag. Oh, nicht? Okay. Aber ganz ehrlich, eigentlich will ich nicht in die Kanalisation. Dann habe ich eine Schuppe gekriegt, damit ich in die Kanalisation tauchen kann. Echt toll. Echt toll. Hallo Luna! Schön, dass du zuschaust. Hey, listen, hey, listen. Mann, ich kann es nicht mehr hören. Also, dann bist du hier richtig, weil hier gibt es keine Navi in diesem Spiel. Weil das ein Mod ist. Hier gibt es nur Knight. Und der ist nicht so nervig wie Navi. Aber ich muss dazu sagen, mich hat Navi auch gar nie so gestört. Ich fand das gar nie so schlimm, wie alle sagen. So, steinigt mich.
sollte eine Medaille geben. Für meine Fledermäuse. Ja. Ah! Hoppla, okay, das geht auf Zeit. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ist der untere Schalter jetzt auch wieder? Nee, okay, der halt noch. Wie geht's dir, Luna? Schön, dass du zuschaust. Herzlich willkommen. Und hallo, Abe. Schön, dass du auch zuschaust. Bist du fertig? Hast du Final Fantasy 8 schon durchgespielt? So, also. Oh, ja, so, genau. Schneller, 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 schneller. Moin, ich guck gleich wieder auf den Chat. Ich hier nur kurz schnell. So. Oh ne, ne. Oh ne. Mich hat Navi auch nicht so sehr gestört, aber es triggert mich jetzt im Nachhinein wirklich. Okay. Okay, moin moin, hallo, hallo, war einkaufen. Ach, du warst einkaufen, okay, was hast du schönes gekauft? Mir geht's überhaupt nicht gut. Aber was soll's, warum, was ist los? Aber egal, was ist los, Luna? Erzähl. Deine Buddies aus Final Fantasy kommen einfach nicht mehr online. Diese furchtbaren Leute. Ach man, was ist das? Ich weiß nicht. Aber komm, ich hab gerade die Unsichtbarkeit gemacht. Das Spiel kann nicht sein, so. Bam, was liegt hier? Ein Schlüssel? Okay. Ich war gerade irgendwie irritiert. Und hier? Dann ist das hier bestimmt eine Ice Trap oder sowas. Das ist auch viel. Das ist eine kleine Truhe mit der Animation von einer großen Truhe. Verstehe das, wer will. Ja! Sehr schön. Sehr schön, das speichern wir. Auge der Wahrheit. Das können wir doch gebrauchen, würde ich sagen. So, gibt es hier schon irgendwas? Gibt es hier schon irgendwas? Sieht nicht so aus. Hier hast du das Auge der Wahrheit. Wir können nichts damit machen. So. Aber wo ist dann der Typ in der Kanalisation? Meine Freundin antwortet mir seit 2 Tagen nicht mehr, aber liest die Nachrichten. Oh, okay, das ist mega nervig. Da kann ich dich voll verstehen. Vor allem, wenn du siehst, dass sie die Nachrichten liest. Hattet ihr den Streit? Gibt's einen Grund oder hat sie dich einfach so geghostet? Eine Truhe, okay, Moment. Moment, ich geh nochmal drauf, sorry. Oh, das ist mies. Keine andere Chance, sie zu kontaktieren, ja. Naja, geh jetzt erstmal was essen. Okay, Luna, mach das. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Und hoffentlich fängt die sich wieder. So, eine Truhe. Ist die Truhe. Dann da oben? Muss ich nicht, oder? Wer weiß. Ich sehe keine Truhe. Die Mumie, die jetzt wieder da ist. Ah! Okay, so geht das also auch. Gefahr von oben, hieß es im Brunnen immer, oder? Oh, das ist mies. Ah, habe ich schon. Essen. Nein, keine Möglichkeit. Keine andere Möglichkeit, okay. Das ist ja blöd. Oh nein, kein Streit, einfach so, okay. Vielleicht geht es hier selber einfach gerade nicht gut, aber ich weiß es nicht. Das ist immer schwierig, Ferndiagnosen zu stellen. Vielleicht liegt es nicht an dir. Also wenn ihr keinen Streit hattet und nichts war, dann... Dann kann es ja nicht an dir liegen, würde ich jetzt mal sagen. Was ist das? Mal checken. Ja,
Every time I come to these sewers, there's more and more monsters. I should really ask for a pay raise. Kannst du mal aufhören? Der nervt so. Minimal, oder? Unglaublich so. Ja, Nosia wäre jetzt da eine Truhe drin gewesen. Habe ich die Truhe jetzt umgangen oder ist die irgendwo anders? Oder ist mein Auge der Wahrheit kaputt? Wieder übersehen, stand direkt davor. Was? Okay. Also, dann gehen wir halt nochmal rein. Ich stand direkt davor. Sorry. Sorry, dass ich so blöd bin. So, bei dem Zombie. Aber die habe ich doch aufgemacht. Die habe ich doch aufgemacht bei dem Zombie. Hallo! Rave Boy, hallo Rave Boy, herzlich willkommen in meinem Stream und im Chat. Warst du schon mal da? Ah ja, du warst schon mal da. Du hast ja sogar ein Abo. Ich frage, ob du da warst. Ja, okay. Dann herzlich willkommen zurück in diesem Fall. Eine unsichtbare. Okay, also wir gehen nochmal zu dem Zombie, weil wir den so lieb haben. Ich es schaffe. So dumm, wie ich mich wieder anstelle hier. In der knapp messen. Ah, jetzt habe ich die noch nicht. Geh zu weg. Aha, okay, jetzt. Jetzt habe ich sie gesehen. Oh, hallo! Das war aber jetzt auch mies, oder? Der ist richtig ordentlich herumgegangen. So, sorry! Sorry, ja. Ernsthaft, Andorsia? Ernsthaft? Ernsthaft, deshalb hast du mich da jetzt noch mal zweimal reingeschickt, weil du das sehen wolltest. Wer ist hier der Sadist? Wer? unglaublich. Habt ihr das gesehen? Die habe ich nicht übersehen, die habe ich instinktiv, habe ich die vermutlich übergangen. Ja, lange. Lungere auch bei Abe immer rum. Ah, okay. Okay, alles klar. Dann finde ich es aber schön, dass du heute bei mir mal wieder zuschaust. So. Also ehrlich, Andorsia, das merke ich mir. Das merke ich mir. Einfach in eine Ice Trap gelockt hier. Unglaublich. Ja. So. Hier brauche ich noch einen Schlüssel, okay. Aber da war auch noch eine Tür, oder? Wo wir noch nicht drin waren. Dann gehen wir erstmal in die Tür. Zu meiner Verteidigung, ich habe die selber in meinem Play nicht gesehen. Ja, ja. Das würde ich jetzt auch sagen. Das vor allem, ja. Vor allem, ich sag halt noch. Ah ja, geil. Unsichtbare Fledermäuse, beste. Oh Gott, okay, unsichtbare. Was ist das denn? Hinten da. Kultur. Okay, aber wieso kann ich gerade mein Bogen? Wir gehen ins Herz, ja. Ohne Mumie hätte ich gerne das Herz.
Oh Gott. Kannst du die anvisieren? Danke. Mann, no, echt? Oh, er kommt, er kommt. Er macht halt auch ein Glück dann. Oh Gott. Was ist er noch? Was ist er noch? Sieht man hier überhaupt was in diesem Raum? Was ist die Skulptur da? Hm. Was war das jetzt? Was ist nicht jetzt? Ach, noch nicht. Noch eine Fledermaus. Wir sind gleich schon wieder tot, echt, Leute. Wir sind gleich schon wieder tot. Oh, Herzchen. Juhu. Ist aber nett, dass hier bei irgendeinem Gegner Herzchen gibt. Hä? Ja, so kann ich die eher. Ja. Ich kann sagen, nicht. Ist hier einfach nicht. Herzchen, nein. Ach, Gott sei Dank. Ich hoffe mal, es ist ein kleiner Schlüssel. Ja. Und nicht schon wieder eine Eistrap. Sehe ich eigentlich die ganzen Gegner? Ah doch, musste ich ja. Musste ich ja. Und hier war auch noch ein Gegner. Oh. Oh, okay. Sieht man ja nicht. Oh. Nee, okay. Warte, ich brauch. Sorry, ich muss wieder ein bisschen cheaten. Ich habe Angst. Geht das gar nicht? Geht das nicht zusammen, beides? Dann kriege ich jetzt ein Problem. Ja. Ah. Ich kann das Auge der Wahrheit nicht. Nicht gleichzeitig verwenden. Ah. Das habe ich davon. Das blaue Cheat und du bist echt so. Echt so. Das geht auch nicht gleichzeitig, okay. Wie cool. Wo seid ihr? Meine. Nein, komm, die cheaten auch. Die machen sich einfach unsichtbar. Ich werde sterben hier drin. Weil die sind halt bestimmt wieder so mies. Dass die zweimal aufstehen dann wieder. Boah, Leute, echt. Wieso gibt's denn hier auch nirgends Feen? Also ich brauche zumindest irgendwo wenigstens wieder ein paar Herzchen hier. Oh je. Übrigens, wir haben die Tode nicht gezählt. Also der Death Counter liegt gerade brach. Aber es sind sehr viele. Würde ich mal behaupten. Ja, wie soll ich das denn machen? Mit den Skeletten, echt? Feenkräuter ist links vom Tempel der Stärke. Ich weiß gar nicht, wo der Tempel der Stärke ist. Kaum bin ich nicht da. Ja, schon.
schon. Das Problem war halt, dass keiner meiner Mods die letzten paar Wochen da war. Der war so wieder weg und Viking Barber, der kommt gar nicht wieder irgendwie. Es hängt. Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Oh nee, habe ich gespeichert? Ich glaube, ich habe gespeichert, oder? Dann schaue ich wohl mal die Aufzeichnung an und frage das nach. Okay. Ja, es geht hier nicht weiter. Ich mache den Retro-Org mal kurz zu. Und starte den neuen in dem Fall. In der Hoffnung, dass ich jetzt nicht allzu viel verloren habe. So, pass auf. Wir laden den Inhalt. Und zwar Master of Time. Und guck, also ich hatte immer dieses Parallel. Und damit sieht man eben das Wasser nicht. Und ich habe jetzt auch diesen Mupen. Also laden wir den. Der mit den Kämpfen. Ach so, das ist der Tempel der Stärke, okay. Okay, guckst du, das weiß ich gar nicht. Das ist ja, das macht aber eigentlich auch Sinn. Um Gottes Willen, was sind wir jetzt? Habe ich jetzt das Falsche geladen? Nee. Warum sind wir denn jetzt hier? Und wo müssen wir hin? Ich glaube, wir gehen am besten per Lied nach Abello, dann, wenn das so ist, oder? Würde ich mal sagen. Warum hat der uns denn jetzt hier ausgespuckt? Runde A, Runde links, rechts, links. So, seltsam. Besser wie der ganze Laptop. Auge ist noch da. Ja, genau, das Auge ist noch da. Also irgendwie. Der hat uns nur an einem seltsamen Ort wieder rausgeworfen. Eben. Oh. Also dann gehe ich mal zur Feengrotte. Ich finde das Ohr von dem Typ, wenn es das Ohr ist, müssen wir auch nochmal rein. Was war das jetzt für ein Herzchen? Waren da drei Herzchen drin? Und ich habe aus Versehen alle genommen, weil ich hatte doch gerade erst drei. Egal. Nicht beschweren. Nicht beschweren. Hat sie jetzt selbst aufgehängt, das Spiel, weil es nicht mehr ertragen konnte, wie ich spiele. Da war doch irgendwo waren doch noch diese Plattformen in der Luft. Die gehen mir gerade auch nicht aus dem Kopf. War das denn wieder? Aber da konnten wir auch noch nichts machen. Okay, das heißt, das ist der Tempel der Stärke. So, und hier links, irgendwie. Wo genau links? Hier vielleicht. Ich habe noch eine Bombe. Eine Bombe habe ich noch. Okay, das sieht nicht aus wie eine Feengrotte. Doch hier. Aha. Hier ist das. Die Steine haben eine Chance auf Bomb Drop. Echt? Okay. Woher weißt du das? Okay, aber das ist gut zu wissen.
dass hier Feen sind. Beim Tempel der Stärke, weil das macht ja Sinn. Weil da stirbt man ja die ganze Zeit. Oh, da ist noch eine Kiste. Yeah! Ich habe ja ein paar Bomben gekriegt. Das heißt, wir können jetzt auch wieder erst in den Tempel der Stärke rein. Wie viele Bomben haben wir denn? 20, ja. Wollen die Dinger noch mal sprengen, oder? Wenn wir schon hier sind. Aber nicht, also nicht vergessen, dass wir in die Kanalisation gehen müssen. Ja, wir versuchen es. Random. Ja. Sieht ziemlich random aus. Eigentlich nicht der Tempel der Stärke, das ist der Tempel der Frustrationstoleranz, würde ich sagen. Hier wollen wir auch noch nicht, oder? Egal, wir gehen jetzt mal hier. Und ich hole gleich wieder mein Cheat-Modul. Aber also so viele Räume kann der ja jetzt auch nicht mehr haben, oder? Oder? Ja, geh weg. Geh weg, ich hole euch jetzt nicht. Auch die Stärke, die Frustration, ja. Schon. Oh, hier waren wir. Und ja, wir nehmen, glaube ich, auch erst. Ziemlich nett, oder? So von der Distanz her hätte ich gesagt, eigentlich müssten sie mich schon sehen. Oh nein! Da war's. Da war meine Bombe. Stege, echt, ich liebe es. Ich liebe es. Man bin ich froh, wenn ich dieses Spiel durch habe. Und dann spielen wir die schönen, bestimmt hoffentlich viel einfacheren, wenn du Kisten machst. So. Komm, jetzt nicht runterfallen, ja? Nicht runterfallen. Was macht der? Aber wie mache ich das denn? Wieder da. Willkommen zurück, Luna. Hast du schon gegessen?
Dann hoffe ich für dich, es war lecker. So, guck dir da. Okay. Ein bisschen Rand. Okay. Oh Gott. Ja, war lecker, aber besser geht's mir nicht gerade. Oh, das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. Wie gesagt, vielleicht. Vielleicht gibt sich das ja in ein paar Tagen wieder. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. So, wo sind wir jetzt? Oh, ein roter. Meere, oh Gott. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus hier. Ach, wie gesagt, was soll's. Ich wurde 4 Jahre meines Lebens gemobbt, also mit Trauerangst komme ich... Okay. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich wurde in der Realschule auch eine Zeit lang gemobbt. Das tut mir sehr leid. Aber gerade dafür... Oh, ja. Gerade zu diesen Zeiten braucht man ja seine guten Freunde dann. Aber gut, ich meine, das geht jetzt eigentlich, wenn die nicht alle gleichzeitig auf mich losspringen. Hast du schon gedacht? Tja. Gut, gib mir ein Herzchen. Da. Schön. 2 Herzen aufpassen, ja. Ja, du hast recht, Lona. Die ziehen einem mega viel Herzchen nämlich ab. Mit einem Schwert. Weil, wie gesagt, eigentlich mag ich solche Gegner sehr gerne. Das sind eigentlich schon meine Lieblingsgegner. So, wir sind fertig. Ich glaube, ich muss mal ein Stream an Essenszeiten anpassen. Weil mein Stream wollen alle essen. Wobei, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann könnt ihr gucken, während ihr esst. Wir kommen zurück auf jeden Fall. Paul und Blö. Das ist lecker. Ich muss mich kurz konzentrieren. Die hat mich abgewehrt. Habt ihr das gesehen? Die hat mich abgewehrt. Kann man essen, aber muss man nicht. Okay. Okay. Kann man essen, aber muss man nicht. Alles klar. Ito. War doch blöd, ist doch lecker. Aber dann müsst ihr halt doch mal zu mir kommen. Und dann gehen wir ins Kroko Bowlen und fancy Salat und Zeug essen. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt hab ich keinen Schutz mehr. Geh nicht! So, okay. Okay. So, ich habe auch gar nicht mehr so viel Magie. Wie viel sind es denn noch? 2? 2, mal gucken. Okay, ich habe nicht mehr genug Magie, um das einzusetzen. Community-Treffen, genau. Was ist daran lecker? Ich mag das. Ich mag das. Also ich esse... Ich habe das schon ewig nicht mehr gegessen, aber sobald ich mich erinnere, mochte ich das. Nee, nicht meins. Ja gut, müsst ihr ja nicht. Es muss ja niemand. Wird ja niemand gezwungen, was zu essen. Community-Treffen. Genau, du hast ja. Ich wäre auch. Also, wir können das von mir aus, können wir das wirklich mal machen, ein Community-Treffen. Deshalb wundere ich, wo ich euch unterbringe. Bin auch kein Fan davon. Echt? Okay.
Ja, ich glaube, das ist halt so ein deutsches Ding. Ding so Fleisch im Fleisch mit Käse. Schätze ich mal. Wie viele Leute willst du aufnehmen hier? Schauen wir dann. Also ich bin momentan, ich werde vermutlich auch bald umziehen. Dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Platz. Dann können wir das mal schauen. Ihr habt es gehört, das war eine Einladung Nummer 2. Also ich schlafe auch im Katzenkorb. Oh, ja, ich hoffe ja, dass wenn ich umgezogen bin, dass ich dann wirklich Katzen haben kann. Je nachdem, wo ich dann umziehe. Und dann darfst du von mir aus auch im Katzenkorb schlafen. Aber das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, dann kuscheln wir halt. Erstmal gegessen heute. Erstmal, echt, Eva? Also das ist das erste Mal gegessen. Merkt es euch, ja. Ja. Dann, wann haben denn alle Zeit? Vielleicht Weihnachten rum. Dann machen wir ein Weihnachtstreff oder so. Hört sich eher Französisch an. Achso, ja, das stimmt. Cordon Bleu hört sich Französisch an. Wobei, da frage ich mich, wo ist denn das Blaue? Weil Bleu ist ja blau, oder? Aber jetzt, da du sagst, stimmt. Sollte ja eigentlich was Französisches sein. Einweihungsparty in der neuen Wohnung. Können wir auch machen. Und wo wird die Katze schlafen? Ja, die Katzen finden schon Platz. Katzen finden schon Platz, würde ich sagen. So. Okay, wieder Konzentration, weil, wie gesagt, habe ich zu wenig Magie, als dass ich mich schützen könnte. Muss ich mich auch noch konzentrieren hier. Weil solange er da oben bleibt, habe ich glaube ich viel zu befürchten, wie ich aussehe. Wir legen High Ground hier, hä? Bringt einem gar nichts. So, der müsste aber doch jetzt wirklich der letzte sein. Ja, die Weißen, also falls ihr die gesehen habt, die fand ich schlimmer. Die Weißen im Schloss. Die waren halt in einem kleinen Raum. Da konnte man nicht gut ausweichen. So, Tausch-Tisch. Bringt dir deine Wespe-Teile ja auch nichts. Okay, ich hab zu viel. Zu früh gefolgt. So. Okay. Good game. Button Machine for the win ist heute. Heute ist das wirklich so. Heute ist nicht viel außer Button Machine. Ich mach mich mal wieder ran. Okay, spielst du weiter mit Final Fantasy, Abe? Dann, wenn du noch eine Weile dran bist, dann komme ich vielleicht nachher raiden. Ah, da ist eine Truhe gekommen. Eine Truhe, was ist drin? Bis später oder so. Genau, bis später. An wen? An wen machst du dich ran, ey? Gut, okay, danke an Dorothy. Ja, danke dir. Ja. Komme mit. Nein, Luna, bleib hier. Bleib hier. Wird heute länger. Ja, also. Dann schaue ich nachher noch vorbei. Keine Caps, doch. Bei mir darf man Caps, wenn man sie nicht exzessiv macht. Also so. Das ist okay, die paar Caps. Das ist okay. An das G macht er sich ran. An Renoa macht er sich ran. Aber. Wie gesagt, Luna ist okay. Das ist nicht so schlimm. Die Brücke ist ja schon verstaut. Was ist verstaut? Er schreibt so viel, ich komme nicht mehr mit. Die Brücke ist ja schon verstaut. Habe ich nicht versaut. Wer was? Versaut? Welche Brücke? Okay, Caps. Ja, das ist auch okay. Solange das nicht überhand nimmt mit dem Caps Lock, dürft ihr das machen. Nur halt keine ganzen Sätze dann oder so. Das bitte unterlassen. So. Was haben wir jetzt gekriegt? Ein Herz da. Okay, und weiter kommen wir gar nicht.
dann müssen wir doch noch den anderen Weg nehmen, muss ich sagen. Du darfst. Renoa, genau. An Renoa macht er sich rein. Ups. Hallo, jetzt bin ich hier vorher. Ist doch gut. Was war das? Was ist da noch runtergefallen? War ich das? Nee, da ist so ein Ding. Da fällt so ein Teil runter, hä? Okay, da ist es noch. Da sieht man es noch. Da liegt es. Okay. Auch seltsam. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Struggle ist am Struggeln. Ja, ich bin immer am Struggeln. Das war ja auch der Sinn. Hinter meinem Namen. Meine den Roboter auf der Brücke vorhin. Den Roboter auf der Brücke. Den Roboter auf der Brücke. Die Brücke ist ja schon versaut. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mit Roboter meinst du die aus dem Raum? Aus dem wir gerade kommen, die in die Laserstrahlen schießen? Auf der Gamescom wurde ein Spiel namens Struggling angekündigt. Der Style passt nur gar nicht zu mir. Warum nicht? Oh, ich muss weiterlaufen, sonst versinke ich. Warum nicht? Was ist das für ein Game? Vielleicht habe ich das hier gemacht. Heimlich still und leise. Oh, ich glaube, ich gehe den falschen Weg, oder? Ja. Hier wieder raus. Ja. Struggle ist in Wirklichkeit programmiert. Nein. Leider nein. Ich hatte ein paar Programmierungskurse in meinem Studium. Aber ich bin leider echt richtig, richtig schlecht im Programmieren, weil ich das zu sehr hinterfrage. Warum macht man da zwei Gleichzeichen? Warum muss das jetzt in Klammer? Warum muss nirgends ein Leerzeichen, aber wenn ich das schreibe, dann muss da ein Leerzeichen? Ich raff Programmierung nicht. Und deshalb, ich bin zwar ein relativ guter Designer, aber Programmieren... Oh ne, nicht schon wieder, Hände. Und wer ist da? Schön, danke. Hier. Ja, aber Programmieren, das lasse ich hier sein. Da habe ich also Grundkenntnisse, Programmieren habe ich drauf, aber es kommt nichts Gutes dabei raus, wenn ihr mich programmieren lässt. Auch schon wieder Hände, echt. Wo ist jetzt die letzte? Da hinten. Magie. Moment, ich mache kurz Pause, damit ich nachlesen kann, was sie schreibt. Plattformer mit. So mit einem Mutant mit zwei Armen und einer ekligen Umgebung. Okay, das hört sich. Das hört sich sehr abenteuerlustig an. Meinte Abe in Fantasy 8 vorhin, da, als wir zugeschaut haben und er den Roboter auf der Brücke nicht... Ach so. Also hat er es versaut. Ach so, okay, jetzt habe ich dich so wieder. Nicht ich habe es versaut, so wieder, ja. Sondern Abe, okay. Ja, dann muss Abe halt nochmal direkt neu anfangen. Geht gar nicht. Gleiches Zuweisung, gleiches Vergleich. Guck so, Andorsia kennt sich wieder aus. Ja. Aber warum kann das nicht beides sein? Weil er da vermutlich durcheinander kommt. Ja, Programmiersprachen. Was ich kann inzwischen, ist überall ein Semikolon an den Schluss setzen. Also ein Strichpunkt. Das habe ich verstanden. Aber naja. Coding ist auch nicht so meins. Auch Design nicht. Ich bin eher in der Astrophysik-Materie, okay, das ist auch cool. Das ist auch cool, jeder kann halt was anderes. Und ich habe versucht, das Programmieren ein bisschen zu erzwingen, aber das, ja,
Das ist halt das Ding, irgendwie ist es halt eine Sprache und Sprachen kann ich eigentlich gut, aber irgendwie ist es doch wie eine Matheformel und das kann ich nicht. Ich glaube, du könntest schon programmieren, wenn jemand die Grammatik gut erklären würde. Okay, ja, das kann sein. Ich hatte halt immer Dozenten, die gemeint haben, ist halt so, akzeptier das. Und ich so, ja, aber warum? Ja, aber wieso? Ja, aber wieso? Ja. Egal, lassen wir das. Ich find's gut, dass es Leute gibt, die das können. Programmierung fand ich im Studium ganz angenehm. Habe es leider abgebrochen, weil ich mich auf BWL konzentrierte. Ja. Neue Sprache bei Bubble. Ja, was können wir? C-Sharp bräuchte ich. Wir haben immer mit C-Sharp versucht zu programmieren. Ja, aber das wäre auch mal. Es gab auch solche. Ich wollte wieder cheaten. Es gab solche Apps. Ich hatte so eine App. Wie hießen die? Die dir das ein bisschen erklärt hat. Ich hatte eine App und ein Spiel. Gab es da auch. Das Spiel war eigentlich relativ cool. Da musstest du mit deinen Helden dann irgendwie Kisten öffnen und zu denen hinlaufen. Und solche Sachen. Sag mal. Ich weiß nicht, gar nicht. Das sieht man gar nichts mehr. So wird man hier bombardiert. Oder vielleicht ist man hier. Die Nerven liegen hier so. Nein, was? Na, so und da bitte. Da spuckt jeder irgendwas anderes auf sich. Furchtbar. Ah! Mein Chief wurde entdeckt. C-Sharp, ja genau. Ich habe mit JavaScript angefangen. Aber I don't know, ja. Bist ja auch noch ziemlich jung dafür, oder? Nein, du bist ja noch in der Schule, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, du machst das ja auch eher hobbymäßig. Bei mir war das ja im Studium. Da hatte ich dann auch theoretisch Zeit dafür. Ist die jetzt schon wieder größer? Nee, dann sind wir. Hier ist die irgendwo. Die sieht man nicht auf diesem Boden. Furchtbar. Ich glaube, es ist nur noch viel. Hoffen wir es mal. Ich sehe den nicht. So, oh Gott. Sag's doch immer, wenn du denkst, du hast den schlimmsten Raum jetzt hinter dir. Kommt noch so was Furchtbares, aber wir speichern. Wir speichern das. In meiner Uni-Bibliothek gibt es Programmierung für Anfänger. Das war ganz gut erklärt. Alles da drin. Oben ist auch immer weg. Ja, das glaube ich. Das glaube ich, weil ich würde das, glaube ich, auch immer wieder ausleihen. Aber was kommt jetzt hier von mir? Geht hier weg von mir. Finde ich okay. Ja, komm! Ja, komm! Das ist echt nichts als Backmaschen. Gab's nicht noch mehr? Das war auch ein paar extrem. Aber da, also theoretisch, müsste ich ja dann ins Feuersturm bekommen, oder? Wenn ich das dann so mache, ist die Frage. Dann gib mir das Häufchen. Ich hoffe, der Typ, der das gemacht hat, wird nie ein professioneller Game Designer. Ja.
komm ich her. Wo komm ich her? Wo muss ich hin? Ja, hierher. Ich kann von hier, okay. Falsch. Am Ende gibt's nur eine Eisschwelle. Boah, ich sag's dir, du hast ja. Also dann bin ich echt sauer. Dann bin ich echt sauer. Yeah, Eisschollen. Gar nicht mehr. Der spuckt zu schnell. Aber gerade hat er ja mal Pause gemacht. Dann kann ich vielleicht. Ja, ne. Ja. Jetzt. Ist ja furchtbar hier. Ah. Oh. Was ist da? Mal schauen. Okay, aber mit Fein geht das eben ja auch nicht besser gut, ja? Oh Mann, no! Moment, okay, ich lese kurz, was ich dir geschrieben habe. Aber in dir gibt es nur eine. Okay, das habe ich. Naja, fehlt halt am Balancing. Das lernt man mit der Zeit. Meinst du? Klar, natürlich ist da noch ein Mann. Ah, nicht beschweren, von dir gibt's Magie. So, und jetzt? Gott, echt. Der Testspieler hatte. Wie das dann im Spiel sah, so richtig, richtig verzweifelt sind. Ist ja auch mehrere Wege, oder? Schauen wir, was da hinten noch ist. Hoffentlich habe ich nämlich auch noch nicht so raus. Ja. Tempel waren ja nicht annähernd so schlimm wie der hier, ich. Ach, wir müssen, okay. Ich höre was. Okay, wie viele Wölfe sind da? Kann ich die nicht sperren? Thank you.
nicht, oder? Schade. Das macht den gar nicht. Oh Gott. Das Rückenschuss. Gib extra. Mädchen! Nicht. Okay. Hm?